Sie sollen es also richten. 5 Jahre nach den Olympischen Spielen von Rio in Brasilien wird ab 23. Juli in Tokio um Medaillen gekämpft. 17 Sportler aus Oberösterreich sind mit dabei, darunter etwa auch die 22-jährige Reiterin Lea Siegel. Kurios, wegen der strengen Covid-Regeln muss sie vor dem Abflug noch 10 Tage lang in Quarantäne nach Aachen, Deutschland. Und das gemeinsam mit ihrem Pferd. Für die Hagelsbergerin aus dem Bezirk Linzland aber kein Problem. Ja, das Pferd muss in Quarantäne, weil es für den Flug dort vorbereitet wird und auch schon ein wenig auf das Klima in Japan vorbereitet wird. Und ja, ich freue mich, dass ich 10 Tage mich dann voll auf das eine Pferd fokussieren kann und den ganzen Tag mit meinem Pferd verbringen kann. Lea Siegel geht im Vielseitigkeitsreiten auf Medaillenjagd, also Dressur, Geländeritt und Springen. Bereits zum 4. Mal mit dabei ist Oberösterreichs Judoass Sabrina Vilzmoser. Sie möchte sich noch einmal im Mutterland des Judos Japan bis zu Edelmetall kämpfen. Also es war ein Kindheitstrauma, olympische Medaille, und es ist, an dem ich immer ganz festhalte. Wenn es aufgeht, dann bin ich überglücklich natürlich. Wenn es nicht aufgeht, dann weiß ich, ich habe alles dafür gegeben und bis zum letzten möglichen Strohhalm, der nur irgendwie da war, alles rausgeholt. Einziger Wermutstropfen. Die Olympischen Spiele werden zum ersten Mal in der Geschichte ohne Zuschauer stattfinden. Japans Ministerpräsident hat am Donnerstag den Corona-Notstand bis 22. August verlängert. Grund sind steigende Covid-Infektionszahlen. Du darfst dich eigentlich nur auf die Wettkampfstrecken bewegen und wieder zurück in dein Zimmer, quasi ins olympische Dorf. Du darfst überhaupt nirgendwo herumkommen. Das ist halt schon ein bisschen eigenartig, weil normalerweise lebt es ja von dem olympischen Flair, von der Atmosphäre, von den Zuschauern. Und das wird halt bei den Spielen leider nicht stattfinden. Wir müssen einfach mit den Begebenheiten klarkommen und wir sind eh zu zweit, also wir sind sowieso nicht alleinig, und außerdem hören wir sowieso unseren Coach vom Ufer dann vielleicht nur besser schreien und nur besser anfeuern, und das wird uns dann nur mehr extra motivieren. Für Vicky Schwarz sind es bereits die 4. Spiele, für Anna Lehatschi die 2. Zum ersten Mal aber stehen sie gemeinsam am Start der wichtigsten Wettkämpfe im Leben eines Sportlers. Oberösterreich ist mit 17 Athleten übrigens die teilnehmerstärkste Delegation Österreichs. Es ist alleine, dass man sich qualifiziert hat, schon eine Megaleistung. Und jetzt drückt mir die Daumen, dass sie klare und gute Botschafter für Oberösterreich sind, dass sie gesund bleiben und dass alles das, was sie sich vornehmen, erreichen. Am 23. Juli findet die Eröffnungsfeier im Olympiastadion von Tokio statt. Österreichs Ausbeute von Rio mit einer Bronzemedaille soll dieses Mal übertroffen werden. Einen wesentlichen Anteil daran soll auch die oberösterreichische Sportelite beitragen.